Stalingrad ist eine Vorzeigestadt. Anfang Juni 1941 suggerieren sorgfältig ausgewählte Bilder in den sowjetischen Medien zufriedene Einwohner. Offenbar traut man dem Frieden, der durch den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt aus dem Jahr 1939 garantiert zu sein scheint. Doch diese einst grüne und moderne Stadt wird bald zum Schauplatz einer der grausamsten Schlachten des Zweiten Weltkrieges und zu dessen Wendepunkt. Stalin weiß, dass ein Krieg gegen Deutschland unvermeidbar ist. Doch er hofft, ihn durch Diplomatie bis 1942 aufschieben zu können. Den Warnungen seiner Spione schenkt er kein Gehör. Am 22. Juni 1941 startet Hitler ohne Vorwarnung oder Kriegserklärung seine Invasion per Blitzkrieg. Der sowjetischen Luftwaffe bleibt oft kaum Zeit, um abzuheben. Viele Flugzeuge werden noch am Boden zerstört. Die Rote Armee bricht bereits in den ersten Kriegswochen in weiten Teilen zusammen. Die Sowjets verlieren tausende Panzer. Hunderttausende Soldaten fallen. Dem Militär fehlt die Orientierung. Denn nach den stalinschen Säuberungen der 1930er Jahre mangelt es an erfahrenen Offizieren. Der Parteiapparat wirkt gelähmt. Erst Anfang Juli wendet sich Stalin an sein Volk mit den Worten: Genossen, Bürger, Brüder und Schwestern, Kämpfer in der Armee und der Marine. Und verspricht dasselbe wie der britische Premier Churchill ein Jahr zuvor: Blut, Schweiß und Tränen. Die Deutschen wollen neuen Lebensraum erobern. Es ist ein ideologischer und rassistischer Krieg. Sie sehen sich als Herren und die Slawen als Sklaven. Im Juni notiert Churchill: Ich stelle mir vor, wie die Hunnen, diese gefügigen, dummen, brutalen Roboter, wie eine Plage von Heuschrecken einfallen. Wassili Grossmann, ein Kriegskorrespondent für den Roten Stern, die Armeezeitung der sowjetischen Armee und später Autor des Buches Leben und Schicksal, schreibt: Die Menschen weinen, ob auf der Straße, ob sie sitzen oder bei den Zäunen stehen. Sobald sie reden, fangen sie an zu weinen. Man muss unwillkürlich mitweinen. Es ist schrecklich.
Dörfer werden geplündert und in Brand gesetzt. Juden und Kommunisten oft vor Ort hingerichtet. Andere Männer werden deportiert. Wenn die Ernte nicht von den Deutschen verbrannt wird, erledigt das die zurückweichende Rote Armee. Dem Feind soll nur verbrannte Erde hinterlassen werden. Grossmann verlässt die von deutschen Panzern überrollte Ukraine und fürchtet, seine Mutter nie mehr wiederzusehen. Sie ist gefangen im jüdischen Ghetto in Berditschew. Er schreibt: Die Deutschen Heinkel und Junker fliegen bei Nacht und schwärmen zwischen den Sternen umher wie Läuse. Die dunkle Luft ist erfüllt von ihrem Brummen. Bomben explodieren mit ohrenbetäubendem Lärm. Überall brennen die Dörfer. Ich dachte, ich wüsste, was Rückzug bedeutet, aber so etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich konnte es nicht mal erahnen. Der biblische Exodus, das ist kein Strom, kein Fluss, sondern das langsame Vorschieben eines abfließenden Ozeans. Kiew, Minsk, Smolensk fallen. Das Baltikum, Weißrussland und der Großteil der Ukraine sind von den Deutschen besetzt. Leningrad, die Stadt der Oktoberrevolution, wird belagert. Ende September gerät Moskau in den Fokus und rechnet mit dem Schlimmsten. In seinem grenzenlosen Wahn befiehlt Hitler, Moskau dem Erdboden gleichzumachen und durch einen riesigen See zu ersetzen. Als Zeichen der Vernichtung des Bolschewismus durch die Herrenrasse. Auf Befehl Moskaus werden große Teile der Industrie nach Osten verlagert. Eine große Leistung der Sowjets. 500 Firmen und 200.000 Arbeitskräfte verlassen in Zehntausenden Bahnwaggons die sowjetische Hauptstadt. An der Grenze von Europa und Asien, am Ufer der Wolga, über die das kaspische Öl nach Norden transportiert wird, liegt Stalingrad. Der ganze Stolz der Stadt ist das Traktorenwerk namens F.E. Dzerschinski. Es wird umfunktioniert für den Bau von Panzern. Bisher plant Hitler nicht, die Stadt anzugreifen, die sich rund 1000 Kilometer von der Front entfernt mit der Waffenproduktion an der Verteidigung des Landes beteiligt. Im Oktober 1941 breitet sich überall in Moskau Panik aus. Der Feind steht wenige Kilometer vor der Stadtgrenze. Die Stadt soll vermint werden. Selbst das Bolschoi-Theater und die U-Bahn stehen auf der Liste möglicher Zerstörungen. Stalin und die Stawka, das Oberkommando der Roten Armee, bleiben vor Ort. Wenn Moskau fällt, sollen die Menschen mit ihrer Stadt sterben. Dem kampflosen Beispiel von Paris zu folgen, ist ausgeschlossen. Grossmann entkommt dem deutschen Vormarsch. Als er in Moskau eintrifft, maßregelt ihn sein Verleger. Der weiß nicht, dass die Region, in die er Grossmann zurückschicken will, in deutscher Hand ist. Überall herrscht Chaos. Mitte Oktober werden die sterblichen Überreste von Lenin sowie die meisten Ministerien und Parteiorganisationen nach Kuibyschew evakuiert. Stalin verhängt den Belagerungszustand. Wenn notwendig, wird der Staat gegen Flüchtige und Kritiker vorgehen. Es kommt zu ersten Exekutionen. Мы стоим теперь на пороге следующего 25-го года существования советского правительства.
Война значительно сократила, а в некоторых областях прекратила вовсе нашу мирную строительную работу. Она заставила перестроить всю нашу работу на военные лады. Она превратила нашу страну в единый и всеобъемлющий тыл, обслуживающий фронт, обслуживающий нашу Красную Армию, наш военно-морской флот. Die Feier zum Jahrestag der Oktoberrevolution findet in der Metrostation Majakowskaja statt. Stalin ist umgeben von seinen Gefolgsleuten wie Lavrenti Beria und Wjatscheslaw Molotow. Die Menge applaudiert wohlwollend, doch jeder weiß, dass Moskau sich längst in Reichweite deutscher Geschütze befindet. Als die Wörter Revolution und Lenin fallen, machen sich die auf dem Roten Platz versammelten Truppen direkt auf den Weg an die Front. Stalin beruft General Schukow ein, der während und nach dem Bürgerkrieg ausgebildet wurde. Nach der Neuorganisation der Verteidigung Leningrads soll der erfahrene Militär jetzt Moskau retten. Er mobilisiert Truppen in Sibirien. Bis jetzt hat Stalin Angriffe Japans im Osten der Sowjetunion befürchtet. Doch jetzt scheint diese Bedrohung nebensächlich. Der Kreml-Chef ruft all seine Generäle zusammen, denn er ist überzeugt, dass Hitler nur ein Ziel hat: Moskau. Der Winter bricht ein. Die Temperaturen fallen auf minus 20 Grad. Aus dem Blitzkrieg wird ein Stellungskrieg in bitterer Kälte. Stück für Stück durchbricht die Rote Armee den Belagerungsring, der Moskau umschließt. Anfang 1942 ist es geschafft. Moskau ist gerettet. Als der Schnee zu schmelzen beginnt, können die Menschen endlich ihre Toten begraben. Im Frühling setzt die Rasputiza ein, die Schlammzeit. Die Deutschen bleiben im aufgeweichten Boden stecken. Eine Verschnaufpause für die Rote Armee. Am 1. Mai 1942 gibt Stalin sich optimistisch. Er verspricht den Sieg noch im selben Jahr. Und dass die Deutschen auf ihrem eigenen Boden geschlagen würden. Offenbar glauben ihm viele Menschen. Grossmann schreibt ein Buch mit dem Titel »Dies Volk ist unsterblich«. Die Presse vermittelt Hoffnung. Die Menschen richten sich im Kriegsalltag ein. Die Kriegswirtschaft läuft auf Hochtouren. Das Bündnis mit Großbritannien und den USA scheint stabil und erfolgversprechend. Am 12. Mai 1942 startet Stalin trotz Warnung seines Generalstabs den Versuch, Charkow, eine der größten Städte der Sowjetunion, zurückzuerobern. Hunderttausende Soldaten dringen bis zu dem Bereich vor, in dem der Großteil der deutschen Truppen konzentriert ist. Doch die Deutschen sind gewarnt und erwarten sie. Die Sowjets fallen förmlich in die Löwengrube.
Die deutsche Luftwaffe kommt zur Unterstützung von der Krim. Der Roten Armee mangelt es an schwerer Artillerie. Sie lanciert mutige, aber törichte Angriffe. Und so werden die Soldaten zu Zehntausenden massakriert. Vor den Stellungen der Deutschen stapeln sich die Leichen. Auf russischer Seite fallen 9 von 10 Männern. Eine Folge des Bürgerkriegs. Politkommissare kontrollieren das Militär. Sie sind mitverantwortlich für die Katastrophe. Wir haben verloren, weil wir keine Karten haben. In diesem Krieg haben wir nicht mehr Karten als Flugzeuge. Selbst beim Rückzug halten Kameras das Geschehen fest. Wie kann ich den Männern sagen, dass Genosse Stalin bei uns ist? Dass Napoleon besiegt wurde und Hitler und seine Generäle durch unsere Hand sterben werden. In Charkow nimmt General Friedrich Paulus, Oberbefehlshaber der 6. Armee der Deutschen, rund 240.000 Rotarmisten gefangen, von denen ein Großteil stirbt. Paulus wird derjenige sein, der Stalingrad angreift. Alexander Worth, Korrespondent des Sunday Times in Russland, trifft über die Arktis mit einem alliierten Konvoi in der Sowjetunion ein, fortlaufend von deutschen U-Booten und Schlachtschiffen bedroht. Der in St. Petersburg geborene Brite ist auf dem Weg ins Auge des Sturms. England ist verärgert. Erstmals seit Beginn des Krieges ist das Volk unzufrieden mit Churchill. Die Engländer denken, wenn der Krieg gewonnen werden kann, dann dank der Russen. Und wenn London nicht mehr bombardiert wird, sei auch dies den Russen zu verdanken. Die Sowjets haben weitaus mehr menschliche Ressourcen als die Deutschen. Im Frühjahr 1942 sind die ein Jahr zuvor zerstörten Flugzeuge, Panzer, Lastwagen und Geschütze jedoch noch nicht ersetzt. Also werden Techniker, Arbeiter, Frauen und sogar Kinder mobilisiert. In Stalingrad beginnt in der umfunktionierten Traktorenfabrik der Bau des Panzers T-34. Die Partei verknüpft Arbeiter und Militärs. Neben der Fabrik wird eine Schule eingerichtet, in der Männer lernen, einen Panzer zu steuern. Die Fabrik beschafft sogar selbst Mittel, um die Produktion des neuen Panzers zu fördern. Die Arbeiter sind ebenso stolz auf ihre Panzer wie einst auf ihre Traktoren. Viele wollen sich für Panzereinheiten verpflichten. Der Blitzkrieg basierte auf dem Überraschungsmoment, doch nun sind Hitlers strategische Optionen begrenzt. Der deutsche Führer hat bereits herbe Verluste bei seinem gescheiterten Versuch, Moskau einzunehmen, erlitten. Die Sowjets mobilisieren mehr Männer als je zuvor. Hitler braucht Ressourcen, um seine Herrschaft zu festigen und sein Volk vom Sieg zu überzeugen. Er will das Öl des Kaukasus. Hitler hat die Hauptziele seines Sommerfeldzuges festgelegt. Sie reichen von der Krim zum Don und bis zu den Ölfeldern des Kaukasus. Doch er ändert mehrfach seine Pläne.
Am Ende entscheidet er sich, in zwei Richtungen anzugreifen. Mit den Zielen Grozny im Süden und Stalingrad im Norden. Er will den Zugang zur Wolga versperren und die Ölfelder erobern. Joachim Reichel, Major der 23. Panzerdivision, führt entgegen der Vorschrift bei einem Erkundungsflug Aufmarschpläne für die Offensive mit dem Codenamen Fall Blau mit sich. Er wird abgeschossen und die Pläne gelangen zum Oberkommando der Roten Armee. Stalin hält die Pläne für falsch und geht weiterhin davon aus, dass Hitler Moskau angreifen wird. Die deutsche Offensive beginnt wenige Stunden später. Für die Sowjets sind die Niederlagen im Frühsommer 1942 schlimmer als die dunkelsten Tage von 1941. Niemand weiß, wie weit man sich zurückziehen soll. Es ist schrecklicher Staub. Der Staub des Rückzugs. Ja, in jenen Tagen sind die Gesichter der marschierenden Kämpfer ebenso bleich wie die der Verwundeten auf den Lastwagen. Die große Armee eines großen Volkes zieht sich zurück. Sehen Sie den Himmel? Fragt mich eine Frau. Die Störche fliegen nach Süden. Und wo sollen wir hin? Знай, никто его не убьет, если ты его не убьешь. Der Dichter Simonow, der Komponist Schostakowitsch und der Pianist Schilels werden mobilisiert. Das Vaterland ist in Gefahr. Bürger und Intellektuelle teilen zwei intensive Gefühle: die Liebe für Russland und den Hass auf die Deutschen. Stalin, ob gefürchtet oder respektiert, geliebt oder gehasst, entwickelt sich zum Verantwortlichen für die Verteidigung des Landes. Sowjetische Soldaten, nicht einen Schritt zurück. Der Befehl 227 wird am 28. Juli 1942 erteilt, als die Moral ihren Tiefpunkt erreicht hat. Er macht nicht Politiker, sondern die Armee für das Debakel verantwortlich. Jeder Soldat, jeder Offizier soll persönlich für sein Handeln die Verantwortung übernehmen. Die Nachricht wird von den Politkommissaren überbracht. Feiglinge oder Panikmacher, die den Befehl nicht begreifen, werden direkt hingerichtet oder in disziplinarische Bataillone verlegt, die Himmelfahrtskommandos ausführen. Sperreinheiten werden eingerichtet. Sie sollen Flüchtige und Verräter erschießen.
Nach den Niederlagen muss das sowjetische Oberkommando die Armee neu formieren. Ein Rückzug jenseits der Wolga ist unmöglich. Stalin begreift nun, was Hitler vorhat, aber die Zeit läuft ihm davon. Malenkov, einer seiner engsten Mitarbeiter, soll die Front organisieren. Er entlässt die alten Offiziere und setzt neue ein. Nikita Chruschtschow, Politkommissar auf höchster Ebene, und General Jeriomenko, der die Front bei Stalingrad kontrolliert. »180.000 Zivilisten errichten in der Stadt und in den Vororten Barrikaden, heben Gräben und Gefechtsstände aus und verstärken die Panzerabwehr. Eine Miliz mit 11.000 Mann in 80 Bataillonen wird mobilisiert. Sie soll deutsche Fallschirmjäger bekämpfen. In den Krankenhäusern spenden Krankenschwestern selbst Blut. Doch es gibt nie genug. Als General Jeriomenko, der dreimal seit Beginn des Krieges verletzt worden ist, aus Moskau eintrifft, weiß er, dass die Stadt kaum bestehen kann. Er fürchtet einen gleichzeitigen Angriff von Westen und Südwesten. In der zweiten Julihälfte finden die intensivsten Kämpfe im Donbogen statt. Gut 65 Kilometer von der Wolga entfernt. Hitler beschließt, dass Paulus nicht nur den Vorstoß Richtung Kaukasus leiten, sondern auch die Stadt erobern soll, die Stalins Namen trägt. Polizisten des Innenministeriums kommen aus dem Ural, übernehmen das Kommando über die Miliz und kontrollieren den Schiffsverkehr auf der Wolga. Ich erinnere mich an unsere letzten Tage vor Ort. Wir haben die ganze Nacht in einer Schule Verwundete versorgt. Am nächsten Morgen mussten wir uns zurückziehen. Als wir weg waren, haben die Deutschen alle Verwundeten erschossen. Bis auf die Parteimitglieder. Die wurden an Bäumen vor der Schule erhängt. Auf dem Schlachtfeld herrscht das reinste Chaos. Am 14. August kontrollieren die Deutschen praktisch das gesamte Gebiet am Don. Sie greifen gleichzeitig aus Süden, Norden und Westen an. Sowjetische Offiziere müssen mit Doppeldeckern in Bodennähe fliegen, um ihre Truppen zu finden. Die Deutschen scheinen unbesiegbar. Der britische Premier Winston Churchill unternimmt eine geheime Reise und besucht erstmals Stalin. Später schreibt er: Beim Flug über das Kaspische Meer sinnierte ich über meinen Auftrag in diesem düsteren, unheimlichen, bolschewistischen Staat, den ich so sehr versucht habe, im Keim zu ersticken. We will continue hand in hand
like comrades and brothers until every vestige of the Nazi regime has been beaten into the ground. Als Charles Schill mit den Fingern das V-Zeichen für Victory, also Sieg, formt, glauben die Sowjets, er meine eine zweite Front. Eine Fehlinterpretation, denn Churchill hat kein Vertrauen in die Stärke der Roten Armee. Ihm geht es vor allem um die Sicherheit des britischen Weltreiches, besonders Indiens. Er fürchtet ein Bündnis zwischen Deutschland und Japan. Churchill wird begleitet von Averell Harriman, dem Sondergesandten Roosevelts in Europa. Im Mai hatte der US-Präsident eine Erklärung zu einer möglichen zweiten Front im Jahr 1942 akzeptiert. Doch Molotow, der sowjetische Außenminister, weiß, dies ist keine Option mehr. Wie Alexander Worth berichtet, hat Molotow auf seiner Reise nach London über Churchill gesagt, er ist ein sehr starker Mann, aber leider wird er niemals einen guten Kommunisten abgeben. Stalin versteht Churchills global ausgerichteten Plan, aber für ihn hat die zweite Front höchste Priorität. 40 deutsche Divisionen müssen Richtung Westen zurückgedrängt werden. Stalin ist außer sich. Ohne Furcht vor einer zweiten Front im Westen erhöhen die Deutschen den Druck im Osten. Deutsche Panzer überqueren den Don bei Kalatsch und stehen kurz vor Stalingrad. Grossmann fährt von Moskau nach Stalingrad, gut 1600 Kilometer mit dem Auto, und denkt an seine Mutter. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Es kam mir vor, als sei ich in dein Zimmer gegangen. Das Tuch, mit dem du deine Beine bedeckst, lag auf dem Stuhl. Ich habe ihn lange angeschaut und als ich aufwachte, wusste ich, dass du nicht mehr in dieser Welt weilst. Doch welch qualvollen Tod du erlitten hast, wusste ich nicht. Grossmann hält während seiner Reise Beobachtungen fest. In den Dörfern haben die Frauen das Sagen. Sie geben uns zu essen und versorgen uns mit Waffen. Wir Männer kümmern uns um den zweiten Teil der Aufgabe. Wir kämpfen, und zwar sehr hart. In der Traktorenfabrik werden die fertigen Panzer gelagert. Auf den Dächern wacht die Flugabwehr. Gegen 15 Uhr tobt das Leben auf dem Markt noch und die Kinder stehen aufgeregt vor dem Kino. Als plötzlich jemand über den Lautsprecher ruft: Achtung, Luftangriff, Achtung! Thank you.
Bald schon haben Rauch und Staub die Sonne verdunkelt. Unter meinen Füßen bebt der Boden. Von allen Seiten kommt ein fortlaufendes Grollen und vom Himmel regnet es Steine und Schrapnell. Stalingrad brennt und brennt. Stalingrad. Die Stadt ist tot. Die Menschen sind in den Kellern, alles liegt in Schutt und Asche. Die brennenden Hauswände wirken wie die Körper der Toten, die in der Hitze ums Leben kamen und nicht mehr abkühlen konnten. Kinder rennen herum, viele halb verrückt, viele lachende Gesichter. Das ist wie in Pompeji, das an einem Tag zerstört wurde, als die ganze Stadt auf den Beinen war. 1600 Einsätze fliegt die Luftwaffe an einem einzigen Tag und setzt die Bombardierung eine ganze Woche lang fort. In vielen Herzen kommt ein Gefühl des Grauens auf. Viele Augen schauen über die Wolga. Diese Menschen wissen, dass es nicht an ihnen ist, die Wolga zu verteidigen. Die Wolga muss sie verteidigen. Sie sorgen sich um das Schicksal der Stadt, aber durch ihre Ängste erschweren sie deren Verteidigung und unterstützen schweigend die Notwendigkeit, sie aufzugeben. Noch vor Ende August erreicht die 6. Armee der Deutschen Rhinock, nördlich von Stalingrad. Nazi-Offiziere blicken auf die Wolga. Sie stehen am Ende Europas. Für die Sowjets reicht Russland bis zur Wolga. Jenseits gibt es weder Reserven an Männern noch Proviant. In Stalingrad müssen sie Widerstand leisten, andernfalls bricht das ganze Land zusammen. Schukow, nun stellvertretender Oberbefehlshaber, reist an die Front. Er hat 3 Reservearmeen, aber die sind noch weit entfernt. Stalin fordert einen sofortigen Angriff. Die 62. sowjetische Armee opfert ihre Nachhut und zieht sich in die Stadt zurück. Trotz der zum Teil selbstmörderischen Verteidigung der Sowjets rücken die Deutschen im Norden weiter vor. Aus dieser Richtung können die Sowjets keine Verstärkung erwarten. General Talensky sagt, in den Vororten Stalingrads gäbe es vorwiegend Holzhäuser.
Wenn die niedergebrannt sind, kann die Rote Armee dieses Gebiet nicht halten und zieht sich in Bereiche mit Steinhäusern zurück. Deshalb ist die hastig aufgebaute Außenbefestigung Stalingrads nutzlos. Und es kann nicht ernsthaft versucht werden, sie zu verteidigen. Wegen der Kämpfe in den Vororten steigt die Zahl der Menschen im Zentrum der Stadt. Kriegskorrespondent Grossmann ist unter ihnen. Ich frage, wo ist Ihr Mann? Fragen Sie das nicht, flüstert Ihr kleiner Sohn Seryosha. Machen Sie meine Mutter nicht traurig. Er hat so hart gekämpft und ist gefallen, sagt sie. Innerhalb weniger Tage steigt die Bevölkerungszahl in Stalingrad von 450.000 auf 1 Million Menschen. Sie drängen sich und lagern auf den zerstörten Straßen. Stalin verbietet die Verminung der Fabriken und den Abtransport von Maschinen. Kapitulation, Rückzug oder Flucht aus der Stadt kommen nicht in Frage. In einigen Regimentern breitet sich Panik aus. Ein Divisionskommandant wendet die alte römische Bestrafungsmethode der Dezimierung an. Die Männer müssen sich aufstellen und jeder Zehnte wird erschossen. Nicht einen Schritt zurück wird wörtlich verstanden. Schätzungsweise 13.500 sowjetische Soldaten werden von Einheiten des Innenministeriums in Stalingrad hingerichtet. Auch die Deutschen erschießen ihre Deserteure. Am 10. September erreichen deutsche Panzer südlich der Stadt die Wolga. Die Verteidiger von Stalingrad werden in die Zange genommen. Nachschub und Verstärkung können nur noch über einen Uferabschnitt der Wolga kommen. Hitler jubelt. Sie sind gefangen wie die Ratten in der Falle. Der Expansionstraum der Deutschen ist fast wahr geworden. Die Wolga, einst Außengrenze Europas, ist jetzt Grenze des Deutschen Reiches. In Moskau notiert Alexander Worth: Die Nachrichten bleiben düster. Doch seltsamerweise scheint sich in Moskau nichts zu ändern. Die meisten Mädchen tragen Nagellack und die Hauptinteressen sind der Tanz im Freien, der Park und das Kino. Doch trotz der ungewissen Lage spüre ich, dass auf die eine oder andere Weise etwas Großes durch die Schlacht um Stalingrad geschehen wird. Die Rote Armee verliert den Kampf in den Vororten von Stalingrad. 80% der Stadt werden vernichtet. Nicht nur das Militär ist zerrüttet, die Zivilisten sind es auch. Doch ohne es zu wissen, haben die Deutschen den Sowjets das Feld bereitet. Ruinen, in denen sich die Verteidiger verstecken und der Nazi-Armee entgegenstellen können. In einer bis dato unvorstellbaren Art und Weise Straßenkampf. In Stalingrad herrscht Angst. Aber aufgeben werden die Menschen nicht.